Darius ist off. Dann kommt er wieder. Oder will der gehen? Weiß ich nicht. Wie lange ist er denn offline? Ja, hau raus. Und Tränenlecker ist auch offline. Tränenlecker? Ja, dann müssen die hier raus. Ja, kannst ja kicken. Du hast doch auch irgendjemandem einen Assi gegeben. Der ja, Schorsch. Ja. Der macht das. Das ist ein guter. Warframe habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang reingeguckt. Ich habe einen Kumpel, der das spielt. Redest du von Sören? Nee. Ach so. Von Olli. Ich weiß nicht, kennst du. Ja, Olli kennst du ja auch so vom Namen. Oh. War vom Stil her nicht so meins. Ich, Garmon, werde uns retten. Warframe habe ich ganz am Anfang tatsächlich auch mal gespielt. Ja, hattest du erzählt, genau. Und das ist eigentlich sehr cool, dadurch, dass es so schnell geht, aber ich habe das Gefühl, es verliert sich halt auch so schnell der Reiz dann wiederum. Also nicht deswegen, aber man cruist da so rum und das ist irgendwie cool, aber den Langzeitreiz sehe ich noch nicht so. Ja. Ich war tatsächlich, habe mir nicht genug Zeit genommen, um die Langzeitmotivation irgendwie zu erkennen. Mir hat der Stil nur nicht so gefallen. Mhm. Ich bin großer Sci-Fi-Fan, aber das war mir zu doll alles. Zu doll, spitz und hier. Es war halt auch so, überdesignt so ein bisschen. Ja, genau, so, ja. so ein Styler-Sci-Fi und nicht so was Ruhigeres, genau. Zurückgenommenes. Ja. Der Schusi Berlin spendet 10 Euro. Dankeschön. Er schreibt, sind zwar nur 1000 Cent, aber macht nichts. Vielen Dank. Hier ist eine 1000 drinne. Ja. Oh, ich bin ein Ork. Ein Murloc. Nein, der Ork ist neben mir. Eine Murloc. Nee, doch. Ach, ich bin verwirrt. Aber was soll ich noch was tun? Server ist Zirkel des Szenarios. Einige sagen ja Kenarius. Kenarius. Aber ich sag Szenarios tatsächlich auch. Ach so. Hm. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Eternal Crusade werde ich mir angucken. Ich bin da ein bisschen skeptisch, Diadio, weil das so ein kleines Entwicklerteam nur ist. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das vielleicht nicht so geil wird, wie ich hoffe. Wovon redet ihr jetzt? Eternal Crusade ist ein neues 40k-Spiel. Das Warhammer 40k. Ach so, ja. Mit Space Marines und so. Das ist ja auch mal eine schöne Welt gewesen. Also nicht im Sinne von schön, aber halt. Ja. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Oh, ich hab den gar nicht im Ziel. Das ist ja unangenehm. Dein Bruder ist auch da. Fritz? Mhm. Schreibt den Server dich über die Donation-Anzeige. Ich verstehe aber nicht, was er meint. Aber schöne Grüße. Wir sollen wohl den Server über die Donation-Anzeige schreiben. Ach so. Ach. Damit die Leute nicht immer fragen müssen. Ach, das kann man ja kurz fragen. Dann sonst, ich will das Bild nicht so spammen. Ich guck mal. So, irgendwas mache ich falsch. Ich kriege sehr viel Schaden. Das ist grundsätzlich kein gutes Zeichen. Mhm. Muss hier irgendetwas sterben, abgesehen vom Boss und allem anderen. Da rechts sind noch so Elementare oder sowas, ne? Geh mal hier hin, hier ist mehr Luft. Mhm. Machen wir die? Ich mach die jetzt mit. Mhm. Ach, hier ist ja auch immer, das ist ja so viel Action. Anne, weißt du aus dem Kopf, wie dein Font heißt? Nee, mein Font? Ja. 2002. 2002 und der ist im 11 UI drin, ne? Genau. Ja. Weil da war so eine komische eckige Schrift und das kann ich ja gar nicht ab. Mhm. Fast so schlimm wie Comic Sans. Dario, da hast du recht, aber du hast recht, da ist kein großer Publisher, der das irgendwie versauen kann, aber trotzdem bin ich skeptisch irgendwie.
Wenn da Wichtel sind, musst du die erst wegknattern. Steht hier gerade. Den da zum Beispiel. Irgendwie ist es sehr... Ich weiß nicht, ob es an meiner Murloc-Figur liegt, dass ich das nicht sehe, oder ist es krasser Delay? Kannst ja gleich mal gucken, ob du einen Lag hast oder so. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie passiert nichts. Jetzt wirkt es wieder besser. Mhm. Ganz schön Action auf dem Boden, ne? Ja, jetzt Frost Damage. Ich glaube, das war's gleich. Meinte Jochen eigentlich gestern, dass wir morgen Nachmittag vielleicht nochmal Jochen WoW und du bringst? Ich weiß auch nicht, er wollte nochmal streamen auf jeden Fall. Ah, okay. Also liebe Leute, vielleicht achtet morgen auf Facebook. Vielleicht streamen wir morgen nochmal Jochen und Anne. Mal schauen. Was hat der Boss noch? Okay. Nicht mehr viel. Ich war jetzt nur hier am Lesen. Mhm. Den grünen Knopf soll ich oben wegdrücken. Grünen Knopf? Das ist in meiner Bassleiste. Ach so. Oder habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Daddy-o, okay. Hui. Wir streamen auch andere Games, aber der Hauptfokus liegt bei uns tatsächlich bei WoW, würde ich sagen. Also gerade auch mit Bardo, der streamt halt jeden Tag WoW. Aber wir haben auch noch andere Ideen. Ich wollte demnächst mal vielleicht den Jochen an Jochen und vielleicht noch Georg mal schauen an The Forest dran setzen. Einfach nur, weil ich die beiden erleben will, wie sie das spielen. Ja, aber wir erklären ihn halt vorher nicht. Nee, wir erklären also nicht, dass gar ich groß was erklären könnte bei dem Spiel, aber ja, es, ja, also ich sitze es in hörte sich so raus, als ob man viel falsch machen kann auf eine schöne Art und Weise, wenn man keine Ahnung hat davon. Genau. Und ich kenne das Spiel ganz gut und ich gebe so kleine Tipps aus der Regie, weil wir wissen ja, bei Jochen manchmal sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oh, ich dachte, ich könnte hier reparieren, aber das geht gar nicht. Aber das könnte lustig werden, glaube ich. Ich glaube, das könnte richtig lustig werden. das dann vielleicht aber eher als Let's Play bei uns auf dem Channel. Und ich kann mir das halt richtig gut vorstellen, wenn Georg und Jochen das spielen, während Georg halt schon die fette, das fette Versteck und die dicksten Waffen hat und Jochen halt noch die Enten auf dem See betrachtet und sich freut. Nö, ach, guck doch mal, ist doch schön hier. Ja. Aber da ist ein Mammut, da kann ich doch... Warum habt ihr alle Mammuts und ich kann nicht reparieren? Was ist da los? Doch, kannst du doch. Ja, jetzt, auf dem hier. Die anderen haben das alle, die haben ihre Begleiter da nicht. Doch, da sind jetzt auch welche. Oh, jetzt geben sie an mit ihren Mammuts. Das ist eine schöne. Schöne Armee. Wie spät haben wir? Ach, da habe ich ja eine Uhr. Ich weiß nicht, ist da jetzt noch ein Boss oder ist jetzt hier Feierabend mit dem Teil des LFRs? Ich hätte gedacht, da ist noch ein Boss, ja, weil der steht direkt noch vor uns. Das müsste, wer ist denn das? Ja, dann go, go. Ok, ok. Hä, ist das Marco? Da stelle ich mir ja gerade lecker Wurstbrot hin, schwupp, hat Nola alles gefressen. Das muss ja Marco sein, ne? Ja, aber eigentlich ist das gar kein Name, der zu ihm passt. Vielleicht hat er noch eine zweite Persönlichkeit.
hat 5 Millionen Accounts. Mhm. Fräulein Weezy, also Freier, schreibt doch, ist Marco. Das wirkt hier jetzt auch durcheinander. Ist das so richtig? Ach, da ist ein Totenkopf. Mit sowas kann ich arbeiten, dankeschön. Marco hat auch den Gildennamen vorgeschlagen. Das schnalle ich jetzt erst. Oh. Marco, sehr schön. Wir können ja heute Abend mal quatschen, Herr Marco, wegen deinem Video, was du vorhast. Ich hatte vorhin keine Zeit. Herr Marco möchte doch einen... Möchte es? Naja, du hast ihm da ja zu geraten, oder es aber nicht gezwungen. Nee, das nicht, aber es kam ja nicht in dem Sinne von ihm alleine. Ja, ach so, nee. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Der Marco wird uns beibringen, wie wir viel Geld in WoW mit dem Auktionshaus machen, ohne TSM zu nutzen. Mit Zauberei. Mit schwarzer Magie. Ich töte hier jetzt den Wichtel. Ich weiß nicht, ob ich das muss, aber der steht hier so und der guckt so blöd. Na gut, dann gehe ich ihm hier hin. Ich folge dem Keks einfach, oder? Das klingt gut. Ja. Das ist aber ein Kondom, Anne. Nein, das ist der Keks. Nein, das ist ein Kondom. Ich folge weiter dem Keks. Kondom. Nee. Wir fragen den Chat, ist es ein Kondom oder ein Keks? Das ist ein Keks. Jetzt ist der Boss schon da und die anderen auch noch. Naja, macht ja nichts. Jetzt laufe ich hier am Rand schon wieder so alleine. Wo ist mein Keks? Ich laufe jetzt erst zu meinem Keks. Müsst ihr für diese Magie Menschenopfer bringen? Ich hörte unlängst, dass Konfirmanden gut funktionieren. Sehr schön. Kondom, siehst du? Kondom, Kondom, Kondom. Nein. Doch, Kondom. Das ist ein Keks. Keksdom. Ach, das ist jetzt der gute Manoroth. Ja, es gibt ja auch mal, man kennt ja viele Namen und weiß gar nicht warum und woher. Ja. Der hat das Weight Watchers Programm erfolgreich hinter sich gebracht. Hier wird gesagt, erst die Ads. Ja. Mach ich doch. Okay. Aber hier sind ja immer Ads quasi. Kommt man ja nie dazu. Da oben fliegt Gul'dan rum. Hier sind ja nur Ads. Das kann doch so nicht richtig sein. Das dämonische Geschenk verleiht euch Macht. Lass sie leiden. Ich mach mal wieder so. Zwischendurch waren ja auch welche tot. Guck mal, da sind auch Ads, überall Ads. Ads everywhere. So, ich glaube, jetzt hat sich wieder etwas beruhigt. So. Kriegt trotzdem Schaden. Woher und warum? Gleich gegen Windrichtung laufen. Sowas habe ich ja auch schon immer geliebt. Mhm. Woher kenne ich denn die Windrichtung? Das haben wir gerade neulich mit unseren Twinks im Vortex gemacht, glaube ich. Der eine Drache. Kann das sein? Da war ich noch nicht drin. Da warst du alleine. Oh.
Naja, ist ja eh der Paladin, den ich gelöscht habe. Mhm. Eine frevliche Tat. Ja. Euer Fleisch wird brennen. Also mit den Ads ist das ein bisschen mußig. Die sind halt immer da. Er zieht die ja irgendwie zurück. Ich weiß es nicht. Ich muss ja auch gerade... ich habe zu tun. Du hast zu tun. Was machst du denn? Du bist nur still. Nee, ich... Oh, ich bin entsetzt und ich habe etwas auf mir. Oh, Tauli streamt auch gerade. Wer? Tauli. Ist das nicht das Handtuch aus... Nee, das ist ein Ami, den ich sonst auch tatsächlich geguckt habe. Manchmal dreht er ein bisschen durch. Und er flamet immer alle Spieler außer WoW, das stört mich auch ein bisschen. Alle Spieler aus WoW? Außer. Ach so. Wenn er so neue MMO spielt, dann vergleicht er immer. Und ich weiß noch, wie er Teso gespielt hat, als es neu war. Und naja, aber er ist trotzdem unterhaltend. Manchmal dreht er ein bisschen durch. So, kommt jetzt Wind? Muss ich jetzt laufen? Nee, es sind immer noch Ads da, natürlich. Auch wenn ich nicht mehr WoW spiele, ich finde euren Stream nice. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Das freut uns. Star Wars SVTOR spielt er auch, oh, stimmt. Oh, 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 ich werde rausgedrückt. Ich werde... Was? Das meinten sie wohl mit gegen den Wind. Ja, aber ich bin ja schon dagegen gelaufen. Also es kam ja aus der Mitte raus und ich bin zur Mitte es hin. Es ist doch alles gut. Alles cool. Das ein paar war, Leben noch. Das war so ein bisschen wie beim Lich King gestern oder vorgestern. Oder haben wir das gemacht? Ja, dann gucke ich mich hier mal um. Ja, ist doch schön, ne? Das ist der Dschungel. Hm. Hallo. Der Himmel. Ach. Schade, dass ich nicht wenigstens oben gestorben bin. Dann hätte ich ja nur zeigen können, was da so passiert. Aber das schaffen die bestimmt, oder? Ja, leben ja noch genug. Ja. Hm. Entschuldigung an dieser Stelle. Das ist okay. Hm. In die weiße Fläche stellen. Mhm. Na, du kannst ja so lange ein bisschen traurig auf den Boden gucken und dich schämen. Ja, und dann machst du nochmal die Schildkröte und dann... Warte, ich will dich im Close haben. So, jetzt... Sehr schön, Daniel. Ein Traum. Selbstverständlich habt ihr es trotzdem geschafft. Habe ich was bekommen? Ja, tatsächlich eine Karte, oder habe ich die vorbekommen? Geist freilassen. Das wäre super nett, wenn mich... Da kann ich bei dem nichts looten. Ja, vielleicht rettet dich jemand. Vielleicht lassen sie dich auch einfach liegen und gehen. Ich würde es verstehen. Schön. Hm. Wohl nicht. Doch, die retten dich gleich. Die müssen doch erstmal looten, das ist wichtiger. Aber ich weiß halt nicht, muss man looten? Mach doch mal Geist freilassen. Vielleicht wirst du ja auch direkt am Eingang wieder... Hm. Oh. Liegst du halt einfach mal darum. So, und jetzt lauf den einfach hinterher. Ich wollte schon mal gucken, wie jetzt... Hm. Ach ja, vielleicht, weil ich zu weit unten war, dass man mich nicht wieder beleben konnte. Das war dann gar keine böse Absicht von denen. Ja. Hier wird, der Mike sagt gerade, da freut sich der Paul, dass wir noch eine Schildkröte in der Firma haben. Das stimmt allerdings. Nochmal so. Ach so, stimmt. Wenn du runterfällst, kannst du ja nicht geratzt werden, wenn man dich nicht sieht. Logisch. Ja. Logisch. Ja. Anne, da musst du doch dran denken. Ja. Lal. Gucken wir das jetzt nochmal an, da oben. Ja. Oh, so schön. Guck, ich kann noch looten. Ih, wie eklig er aussieht.
Oh, toll. Hat sich das gelohnt? Mhm. Das war der Teil, glaube ich, ne? Mhm. Ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine kurze Pause. Ja. Und sind gleich wieder da. Wir spammen euch nochmal mit Werbung. Ja. Und dann machen wir vielleicht noch ein Part. Genau, würde ich auch sagen. Und dann würde ich sagen, reicht das auch. Genau. Dann haben wir einen guten Abschluss, oder? Haben wir dann einen guten Abschluss. Bis gleich. Okay.